is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Unsere Erlösung naht. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die Wiederkunft Christi ist näher als damals, als wir zu glauben begannen. Der große Kampf nähert sich seinem Ende. Die Gerichte Gottes sind im Land. Sie sprechen eine ernste Warnung aus. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir leben in den Abschlussszenen der Geschichte der Erde. Die Prophezeiungen erfüllen sich rasch. Die Stunden der Gnadenzeit eilen rasch dahin. Wir haben keine Zeit zu verlieren, nicht einen Augenblick. Wollen wir uns doch nicht dabei erwischen lassen, dass wir auf der Wache schlafen? Keiner soll in seinem Herzen oder durch seine Taten zum Ausdruck bringen: Mein Herr kommt noch lange nicht. Lass die Nachricht von der baldigen Wiederkunft Christi in ernsten Warnungsworten zu hören sein. Wir wollen überall Männer und Frauen davon überzeugen, dass sie umkehren und sich vor dem kommenden Zorn in Sicherheit bringen. Der Herr wird bald kommen und wir müssen bereit sein, ihm in Frieden zu begegnen. Wir wollen fest entschlossen sein, alles zu tun, was in unserer Macht steht, um Licht an unsere Umgebung weiterzugeben. Wir sollten nicht traurig, sondern fröhlich sein und den Herrn Jesus immer vor Augen haben. Er wird bald kommen. Und wir müssen bereit sein und sein Erscheinen erwarten. Wie herrlich wird es sein, ihn zu sehen und als seine von ihm losgekauften begrüßt zu werden. Lange haben wir gewartet, doch unsere Hoffnung darf nicht erlöschen. Wenn wir nur den König in seiner Schönheit sehen, dann werden wir für alle Zeit gesegnet sein. Ich habe das Gefühl, als müsste ich laut hinausrufen: Es geht heimwärts. Wir nähern uns der Zeit, in der Christus in Kraft und großer Herrlichkeit wiederkommt, um seine Erkauften in ihre ewige Heimat zu holen. Lange haben wir auf die Wiederkunft unseres Heilandes gewartet. Doch die Verheißung ist trotzdem zuverlässig. Bald werden wir in den Verheißungen zu Hause sein. Dort wird uns Jesus am Strom des Lebenswassers entlang führen, der vom Throne Gottes fließt, und uns seine bisher rätselhafte Führung erklären, durch die er uns während unseres Erdenlebens geleitet hat, um unsere Charaktere zu vervollkommen. Da werden wir mit ungetrübten Augen die Schönheit des wiedererstandenen Eden betrachten. Wir werden die Kronen, die er uns aufgesetzt hat, unserem Erlöser zu Füßen werfen und in unsere goldenen Harfen greifen und den ganzen Himmel mit Lob und Dank erfüllen, mit Lobpreis dem, der auf dem Thron sitzt. The Lord is coming. Are you ready?